Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die letzte Folge hier beendet im neuen Gebiet und irgendwie verfolgt uns wohl der gute Kang oder Keng oder keine Ahnung, wie auch immer, ich glaube Kang. Wir gucken mal, kümmere dich um Kangs Truppen, die euch verfolgen. Das machen wir. Ich will nochmal ganz kurz schauen, wir haben eigentlich das Inventar relativ voll, aber irgendwie können wir nirgendwo verkaufen. Hier haben wir bloß die Truhe, da ist Zahedi. Wenn ich jetzt mit der quatsche, kann ich ja auch nur quatschen, ne? Kann ich was für dich tun? Die Dialoge hören wir uns später mal noch an. Und hier ist Thiago und es leckt schon wieder. Naja. Der gute Orgist betet die ganze Zeit oder was auch immer er tut. Dann lassen wir das Inventar jetzt erstmal voll. Können wir nun nicht ändern. Das ist jetzt vorbei. Kang hat eine große Klappe, aber wahrscheinlich taucht er nicht persönlich auf. Er überlässt die Drecksarbeit seinen Kämpfern. Na, dann kann ich mich ja auf was freuen. Ich komme zurück, sobald ich das Dreckspack erledigt habe. Find das auch immer krass, dass die uns alle allein vorlassen, ne? Haben wir überhaupt schon mal irgendeine Mission gehabt, wo wir nicht alleine waren? Wo irgendjemand mitgeholfen hat? Gibt's in dem Spiel, glaube ich, nicht. Uiuiui. Tut mir leid, dass es so leckt, aber es war ja bei der letzten Folge schon. Uiuiui, das ist aber echt gar nicht geil. Irgendwie seit dem Update, was reinkam, fängt es ja ganz schön an zu lecken. Also mein Internet ist es nicht. Alles andere läuft sehr gut. Explodiert das Ding ja, ne? Hat sogar gut was... Ah, ich bin doof. Wieder die Lavageschosse verloren. Naja, wir müssen mal gucken, wie wir es machen, was die ganzen Nebenmissionen angeht, weil eigentlich nervt mich das schon ziemlich an, dass wir die eine Mission jetzt doppelt gespielt haben. Keine Ahnung, es ist teilweise doch schon noch ein ganz schöner Backhaufen, das Spiel. Ich meine, es ist alles schon etwas besser geworden, aber die Navigation ist komplett für den Arsch. Dann zeigt es uns Missionen an, die wir angeblich noch nicht erledigt haben, obwohl wir sie schon erledigt haben. Das ist halt alles so ein bisschen ärgerlich. Die Sache ist, ich hätte es eigentlich ganz gerne im Let's Play schon so weit, dass wir wirklich überall auf der Karte alles mit fertig markiert haben. So, wir brauchen jetzt mal unbedingt zwei Gegner. Deswegen überlege ich, ob wir doch einfach nochmal alles, was jetzt da steht, spielen. Vielleicht war das ja mit der Mission... Naja, ich sag mal, also nicht aus Versehen, sondern vielleicht war es ja nur vereinzelt, dass da irgendwas nicht hingehauen hat. Die Sache ist, ich müsste mir halt ansonsten alle alten Folgen nochmal anschauen, welche wir jetzt schon gespielt haben und welche nicht. Und ganz ehrlich, das frisst so viel Zeit, die ich erstens nicht habe. Und außerdem macht es auch nicht unbedingt Laune. Deswegen werde ich wahrscheinlich doch einfach alles nochmal spielen, was auf der Karte ist. Tut mir leid, wenn dann ein paar Sachen doppelt sind oder nicht. Ich blicke halt leider nicht mehr so gut durch, dadurch, dass ich einen zweiten Charakter besitze, mit dem ich halt auch schon viele Missionen gespielt habe. Da ist das echt schwer in der Erinnerung hervorzurufen, mit welchem Charakter man was gespielt hat. Also würde ich sagen, wir machen das einfach so weit, dass das erledigt ist. So viele sind es ja auch nicht mehr. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es nicht wieder buggt. Einerseits ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir das alles nochmal spielen, weil es ist natürlich auch mehr Loot, den wir bekommen. Generell auch die Weltstufe und alles spielen wir weiter hoch, weil auch wenn man alle Story-Missionen macht, ist man noch längst nicht auf der höchsten Weltstufe. Mit meinem anderen Charakter zum Beispiel bin ich hier auf Weltstufe 10 tatsächlich auf Level 30 gekommen, also und generell alles durchgespielt und habe jetzt einfach im Nachhinein noch ein bisschen was erledigt. Ich meine, den Charakter habe ich auch nur... so schnell wie es geht, hochgespielt. Hier werden wir es wahrscheinlich, keine Ahnung, Weltstufe 12, 13 oder sowas schaffen. Wo schon noch einiges vor uns liegt. Ah, dann machen wir es halt so. Dann spielen wir das alles nochmal. Wer weiß, vielleicht ist so viel gar nicht doppelt dabei. Und wenn doch, dann haben wir halt besseren Loot. Und kommen wenigstens auf Weltstufe 15. Ach Mist, ich hätte es doch machen können. Wir müssen sagen, wir kommen hier schon wieder echt easy, locker, flockig durch. Ich muss nur mal gucken, dass ich auch zwei Gegner erwische mit dem verzehrenden Feuer. Sonst ist das ein bisschen mager.
Will mal noch ganz kurz warten, weil der Gegner hier, der Zerstörer, der ist gut gepanzert. Da wäre es mir schon ganz lieb, wenn wir den mit den Lavageschossen noch wegkriegen. Ja, die stehen alle so weit auseinander, wir können immer nur einen erwischen damit. Dann holen wir jetzt zumindest erstmal ihn. Healer Loot. So, hier stehen noch zwei, oder? Ah, es kommt noch ein Boss. Jetzt konnten wir uns zumindest zwei holen, das ist schon mal ganz gut. Den Boss nehme ich mir aber als letztes vor, dass wir unsere Lavageschosse jetzt erstmal für die hier verballern, dass wir uns den in Ruhe dann am Ende vorknüpfen können. Ach, ich dachte, ich kann hier rumlaufen, aber ich habe da schon die Kiste blinken gesehen. Und hier drüben noch. Ach, zwei sogar. Mist. Hätten wir mal das verzehrende Feuer mal hier drüben eingesetzt. War ein bisschen doof von mir. So, es sind immer noch Gegner da. Uiuiui, jetzt kriegen wir langsam ein bisschen Schaden. Ich sollte hier nicht ganz so... Ah, nein, weh, wir sterben jetzt. Das wäre mal richtig ärgerlich. Wir können hier nicht rüberspringen. Nein, was macht denn der? Shit. Ah, jetzt... Habt ihr das gesehen? Wie der die ganze Zeit hin und her gerutscht ist. Ach man, das war so dumm. Es ist so easy eigentlich. Ah, Entschuldigung, der ist irgendwie die ganze Zeit von einer Mauer zur anderen gerutscht, obwohl ich nur die Bewegungstaste gedrückt habe. Jetzt müssen wir es nochmal spielen. Entschuldigung, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Jetzt laufen wir gleich mal hier oben lang. Gucken, ob die jetzt alle schon da sind. Ach, das war so ärgerlich, ne? Es war bloß noch ein normaler Gegner und der Boss. Wir hätten das so easy geschafft. Ich meine, ja, ich hab's ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich bin hier relativ ohne Deckung und irgendwas einfach durchgerannt. So wie ich es auch gerade eben schon wieder tue. Da oben ist auch noch eine Kiste, aber da hinten war doch vor uns die andere. Okay, also gibt's vielleicht zwei Kisten oder das eine war Muni. Ich hab's nur so ein bisschen im Augenwinkel funkeln gesehen. Wieder nur einen erwischt. Müssen wir wieder kurz warten. Aber ich finde die Taktik so auf jeden Fall ziemlich geil. Das werden wir so beibehalten erstmal. Wie gesagt, für den Pyromanten ist das nicht... eigentlich nicht so die Art und Weise, wie man den spielt. Zumindest halt mit den Pyromanten, mit denen ich schon im Multiplayer gespielt habe. Die schießen halt fast gar nicht mit der Waffe. Das sind wirklich rein Fähigkeiten, die da hintereinander reinknallen. Aber ich muss sagen, dass es mir so aktuell sehr, sehr gut gefällt. Deswegen spielen wir es so und mal gucken, ab welcher Weltstufe wir dann mal wieder umswitchen müssen. Hä? Scheiße, wir waren schon wieder leer. Ich dachte, wir haben noch genügend im Magazin. Zwei lilane Gegenstände liegen irgendwo links. Was war denn das? Nö, ist auch eine große Kiste. Also gibt es zwei Kisten, cool. Und da sind sie doch schon wieder, unsere Lavageschosse. Ist doch alles gut. Ich hätte sie ein bisschen später wieder auffüllen müssen. Oh, jetzt gibt es hier schon wieder Hit ohne Ende. Das gibt es doch nicht. Irgendwie immer, wenn wir hier vorne stehen. Ich glaube, da vorne ist kein guter Standort, um auf Gegner zu schießen. Der Boss ist irgendwie ganz schön hinter uns her. Naja. Dann holen wir uns erstmal... Ach, geh doch weg mit der Kacke hier. Holen wir uns erstmal den hier oben. Den könnten wir sogar zwei erwischen. Jetzt, jawohl. Bin ich wieder hier unten an der Stelle. Wollte ich doch eigentlich nicht mehr. Dann holen wir uns den einen noch und dann holen wir uns den letzten Boss... Aura der Steinhaut. Ah, ich weiß nicht, ob das so geil ist, komplett. Ah, fein. Na, jetzt war der eingeäschert und ich hab's verkackt. Jetzt holen wir. Bam, Mission abgeschlossen. Vergeltung.
Hier gab es einen Mantel, der sieht zumindest schon mal ganz cool aus. Und die 24 erreicht und mal wieder neuer Klassenpunkt. Sehr cool. Typisch. Er lässt sich wohl erst blicken, wenn er die Oberhand hat. Das wird nicht passieren. Bleibt wachsam. Ich sehe mir mal die Straße zu dem Tor da vorne an. Ja, gucken wir uns mal an. Ich denke, da kommen Gegner. So, erste Truhe. Blau. Maschinengewehr. Okay, ist alles Müll. Und dann haben wir hier oben noch eine. Da gucken wir gleich mal kurz durch, was wir gelootet haben. Und den Klassenpunkt müssen wir natürlich auch noch vergeben. Und ein Sammelobjekt noch. Und Eisen, Mensch. Das ist ja eine kleine Schatzkammer hier. 500 Eisen. Nochmal ein bisschen Schrott und irgendwas Komisches, schlechtes Gewehr. Und wir haben hier nochmal eine Tagebuchnotiz. Dann lasst uns mal ins Inventar schauen. Wir haben, was haben wir hier drauf? Verzerrendes Feuer, das brauchen wir unbedingt. Freie Entfaltung ist okay. Was haben wir hier drauf? Brandbombe, alle 6 Sekunden wird ein Beben generiert, das Gegnern im Umkreis Schaden zufügt. Ja, nicht unbedingt so mega geil. So, hier haben wir Lavageschosse, weiteres Magazin und hier Rüstung und Widerstanderhöhung. Das finde ich schon ganz geil. Asche-Detonation ist Quatsch. Und Blutschub auch nicht so geil. Überhitzung, beides leider nicht so geil. Was haben wir hier noch Schönes? Überhitzung wieder drauf. Und noch einen anderen. Nee, gefällt mir alles nicht. Dann stufe ich die lieber hoch erstmal. Und wir haben damit die bessere Variante. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben ist Aschebrecher, Feuersturm, Brandstifter. Was gab's denn hier alles noch? Reduziert die Abklingzeit von Entzündungsfähigkeiten. Lavageschosse werden dabei um 15%. Ist prinzipiell nicht verkehrt. Erhöht deinen Rüstungsdurchschlag gegen markierte Gegner. Finde ich nicht so nice. Verbrennung. Erhöht deinen Widerstand. Erhöht die Anomaliekraft. Lebensentzug durch Fähigkeiten um 6%. Durch die Aktivierung von Entzündungsfähigkeiten erhöht sich deine Rüstung um 45%, aber 10 Sekunden ist halt irgendwie auch nicht so geil. Weiß nicht, hier oben gegen markierte Gegner. Ich habe das alles nicht so im Blick, wann wir die markieren. Waffenschaden 5% mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf das hier. Damit die Lavageschosse, wir müssen das, also damit die Lavageschosse schneller wieder verfügbar sind. Aber wir müssen so oder so dann mal gucken. Dass wir das wahrscheinlich alles nochmal komplett zurücksetzen und wieder neu machen. Ich informiere mich da nochmal ein bisschen, was da so Max-Damage-mäßig am geilsten ist. Aktuell fahren wir ja mit der Schiene ganz gut. Hier vorne gibt es noch eine Quest, die würde ich gleich mal noch annehmen, bevor wir mit der Story weitermachen. Wo ist sie denn? Links ist auch noch die nächste, aber hier kommen wir nicht raus. Hier können wir auch nicht durchkrabbeln. Hier oben geht's lang. Was sagt denn das Navi? Navi sagt hier lang. 3 Ausrufezeichen. Ganz schön gut was zu erledigen hier. Mache den Weg frei. Naja, dann fahren wir weiter mit den Trucks. Aber ich möchte ganz gerne erstmal hier bleiben. Deswegen, wir nehmen jetzt hier die Mission an. Der Reisende. Verflucht. Verlaufen? Nur auf der Durchreise. Hier kann das tödlich sein. Das ist die Hölle. Ja, des einen Hölle, des anderen Himmel. Schon seltsam, einem höheren Zweck zu dienen. Man hat zwar etwas Angst, aber auch das Gefühl, auserwählt worden zu sein. Wer bist du? Und was machst du hier draußen? Um diese Welt zu verstehen, müssen wir einen bestimmten Ort erreichen. Doch es gibt zu viele Bestien. Und meine Kräfte schwinden. Der Monolith der Alten. Ich brauche deine Hilfe. Du sollst auch belohnt werden. Wenn du es so ausdrückst, helfe ich gern.
Na klar, machen wir das. Mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Den Monolithen finden, okay. Hat er davon gesprochen, von dem Monolith der Alten? Weiß nicht, ob das auch ein Veränderter ist, aber wenn er sagt, so, dann ist der Auserwählte entweder sehr religiös oder doch auch ein Veränderter. Weißt du, Fremder? Kommt einfach gar nichts mehr zurück. Wir schauen uns nochmal fix das hier an. Und dann machen wir hier mal Attacke. Was haben wir denn hier Schönes? Hui. Also die Giftigen halten mittlerweile echt viel aus. Ja, schön viele kleine Gegner. Das ist alles perfekt. Gerade hier zum Aufladen. So ist halt ganz cool. Wir müssen mal gucken, wie sich die 15% auswirken. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie lange die Abklingzeit war von den Lava-Geschossen. Aber prinzipiell passiert es halt doch ab und zu mal, dass wir die verlieren. Und dann wäre es ja nicht schlecht, wenn wir die schneller wiederkriegen. Ach, weg mit dem Vieh. Sofort weg. So, wir ballern das Geschoss jetzt einfach mal drauf, oder? Na, obwohl es so lange brauchst nicht mehr zum Aufladen. Nein! Ach, ich bin ein Vollidiot. So, wir gucken mal unten, wie lange der ganze Spaß jetzt dauert. Ja, immer noch lange, ne? Keine Ahnung, ob das so die richtige Entscheidung war, weil effektiv ist es ja auch nur ein Skill, den wir aktuell nutzen von diesen Fähigkeiten, die es da verringert. Aber naja. So, der Alpha kriegt jetzt noch ein bisschen aufs Maul. Schaffen wir das mit dem Magazin? Schaffen wir. Passt. Jetzt müssen wir bloß gleich mal aufladen. Am besten aber zwei. Du reichst mir nicht. Kriege ich die beiden mit Eimer? Nee, natürlich nicht. Na gut, dann können wir uns erstmal nur Eimer aufladen. Wo haben die eigentlich ihren Schwachpunkt? Bin ich mir... Na? Hat sogar was Lilanes fallen lassen. Auch vorne auf dem Kopf drauf. Das ist eh schwer, bei denen ordentlich zu treffen, weil die ganze Zeit rumzappeln und nach links und rechts ausweichen. Irgendwie kommt da hinten noch mehr. Müssen erstmal schnell aufladen. Ach, schön, wie wir hier einfach reinsprayen können und alles fällt um, bevor es überhaupt bei uns ist. So, wir haben es wieder verkackt, genau. Aber selbst mit der normalen Waffe ist der Schaden, finde ich, noch ganz okay. Klar könnte es besser sein, aber bevor wir die Waffe hochgestuft haben, war der Unterschied von Lava-Geschossen zu normaler Munition ja doch sehr erheblich. Also da ging gar nichts mehr, gefühlt. Und mittlerweile kriegen wir es eigentlich auch mit den Geschossen ganz gut hin. So, irgendwie wartet da immer noch einer. Ich wollte eigentlich mal fix den lila Loot aufheben, der hier liegt. Komm. Ja, ich weiß, kritische Schüsse waren gerade nicht so wirklich am Start. So, jetzt haben wir ihn. Ah, und ich darf hier nicht durch. Und da kommt wieder der nächste Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Da oben ist noch eine Kiste. Komm, wir holen uns die noch schnell. Zumindest ein bisschen Schrott. Schrott und Schrott gab's. Und das hätten wir auch erledigt. Räumen wir den Sumpf frei, immer noch. Haben wir es jetzt? Ich glaube, wir haben es geschafft. Naja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge hier. Wir können hier vorne, ist ja noch ein Schnellreisepunkt oder so. Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ich will jetzt nicht extrem weit vorlaufen, nicht, dass hier noch die nächsten Bestien spawnen. Und da machen wir morgen die Quest noch zu Ende und dann noch die anderen zwei Quests, die wir hier gesehen haben. Und dann geht's weiter mit der Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.